Der leonardische Eid, das Berufsethos für eine nachhaltige Ingenieurausbildung. Mein Name ist Heinz Leimann, ich bin Diplom-Ingenieur und setze mich für eine nachhaltige Ingenieurausbildung ein. In dieser Filmreihe geht es um die Implementierung des leonardischen Eides in die Ingenieurstudienordnung. In der Folge 2 geht es um die Frage, was soll der leonardische Eid aussagen? Mein erster Gesprächspartner ist Herr Professor Dr. Ralf Dreher. Herr Dreher, Sie sind Leiter des Lehrstuhls für Technikdidaktik am Berufskolleg an der Universität Siegen und unter anderem Vizepräsident der IPW, der Ingenieurpädagogischen Wissenschaftsgesellschaft. Sie stellten im Jahr 2014 erstmalig Ihren ab 2011 formulierten leonardischen Eid auf dem World Engineering Education Forum in Dubai vor. Welcher Anlass lag vor, diesen Eid in dieser Form zu entwickeln und welchen Zweck soll dieser aus Ihrer Sicht haben? Ja, hallo Herr Leimann. Ist natürlich die Frage, die alle umtreibt, was war der Anlass? Die erschütternde Antwort: Es gab keinen konkreten Anlass. Ich habe also nirgendwo jetzt ein konkretes Erlebnis gehabt oder sowas, sondern es war einfach für mich so, dass ich aus meiner ingenieurpädagogischen Arbeit heraus immer stärker erkannt habe, diese Doppelbödigkeit, oder ich habe es hier jetzt eben auch Janus-Facing genannt, der Ingenieurtätigkeit. Denn auf der einen Seite ist völlig klar, und das ist ja auch das, was uns alle als Ingenieurinnen und Ingenieure antreibt, dass wir wirklich auch fast schon menschheitsverändernd Entwicklung vorantreiben. Vieles, was unser modernes Leben prägt, ist eben eine Ingenieurleistung und hat dazu geführt, dass wir viel autonomer sind als früher. Ich denke an die Mobilität. Wenn ich mir das ganze Gesundheitswesen vorstelle, wenn ich mir dort also die Diagnoseinstrumente angucke, die heute ein Arzt zur Verfügung hat, aber auch die OP-Instrumente, das ist ja nicht nur Feinwerktechnik eines Skalpells, sondern das ist eben halt auch das ganze Begleitinstrumentarium darum, die ganze Steuerungs- und Regelungstechnik einer Herz-Lungen-Maschine. Das sind ja alles Ingenieurleistungen, die letztlich auch unseren Wohlstand mit geprägt haben und weiterhin auch prägen. Und das ist ja auch das, worauf Ingenieurinnen und Ingenieure auch stolz drauf sind, wo Ingenieurvereine sagen, da sehen wir doch unsere gesellschaftliche Aufgabe. Aber es wird eben aus meiner Sicht zumindest viel zu wenig darüber diskutiert, welche Negativeffekte Ingenieurarbeit mit sich bringt. Das heißt also vor allen Dingen natürlich der Ressourcenverbrauch, welche Materialien benutze ich, was ist überhaupt wie kann ich die Recyclingprozesse steuern? Wo kommen überhaupt diese Materialien her? Das ist ja eine große Frage momentan, gerade bei den Batteriefahrzeugen. Da wird ja diese Frage erstmalig auch breit sozial gestellt. Wenn ich an die Automatisierungstechnik und ihre sozialen Konsequenzen denke, damit meine ich jetzt nicht nur Industrie 4.0, sondern alles, was da dazwischen kommt. Oder natürlich auch, und da zähle ich jetzt die Informatikerinnen und Informatiker mit zu den Ingenieurinnen, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich auch über Ingenieurarbeit wirklich eine sozial-ökonomische Kraft und Power generiere, zum Beispiel bei den Social-Media-Kanälen, wovon uns ja keiner weiß inzwischen, wie wir die jemals wieder besser in den Griff bekommen. Das sind alles Verantwortungen, die sich meines Erachtens der Ingenieur auch stellen muss, denn, und das ist das eigentliche Bild, was mich immer verfolgt, wenn eine Entwicklung einer Ingenieurin oder eines Ingenieurs erstmal auf dem Markt sind, kannst du sie schlecht zurückholen. Wenn Facebook als Idee da ist und als Realisierung auch noch der Nachweis geführt wurde, man kann so etwas in die Welt setzen, dann wird es auch gemacht. So, und ich muss mit den Konsequenzen dann klarkommen und ich kann eben nicht mehr die Zahnpasta in die Tube zurückbefördern. Und deshalb bin ich der Meinung, dass jede Ingenieurin, jeder Ingenieur lernen muss, dieser Verantwortung gerecht zu werden, in dem Moment, wo sie oder er eine Entwicklung wirklich in die Öffentlichkeit trägt, muss klar sein, ich kann es nicht zurückholen. Und es ist ja gerade meine Aufgabe, der Öffentlichkeit meine Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Ich bin eben nicht der Grundlagenforscher oder die Grundlagenforscherin, sondern ich bin der Anwenderin, die Anwenderin. Fazit: Diese Entwicklungen müssen beherrscht werden von den Ingenieurinnen und Ingenieuren und wir brauchen dafür die entsprechenden Curricula. Und das ist der Kernpunkt und die Kernaussage meines leonardischen Eides, dass daran gearbeitet werden muss.
Meine nächste Gesprächspartnerin ist Frau Professor Dr. Gudrun Kammersch. Frau Kammersch, Sie sind Präsidentin der Ingenieurpädagogischen Wissenschaftsgesellschaft, kurz IPW, die mit ihren Jahrestagungen, Arbeitstagungen und Publikationen dem differenzierten Profil technischer Bildung in Mitteleuropa ein spezifisches Diskussionsforum gibt. Mit diesem Hintergrund war und sind Sie international tätig, insbesondere auch in Entwicklungsprojekten in afrikanischen und zentralasiatischen Ländern. Sie sind weiterhin Gründungsmitglied der International Society for Engineering Education und deren erster Arbeitsgruppe Mensch und Technik. Sie wirkten dort über lange Jahre im Vorstand und auch als Vizepräsidentin. Frau Kammersch, Sie waren an der Formulierung des Leonardischen Eides beteiligt. In welchem Kontext sehen Sie hierbei den Leonardischen Eid? Ja, lieber Herr Leimann, an der Verantwortungsethik ausgerichtete Eidesformeln für den Ingenieurberuf, da gibt es weltweit etliche. Diejenige des VDI von 2002 zum Beispiel bezieht bereits gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Zusammenhänge ein. Sie richtet sich aber an den einzelnen Ingenieur, die einzelne Ingenieurin. Der Leonardische Eid dagegen adressiert einen ganzen Bildungsbereich. Er verpflichtet alle Menschen, die in der Ingenieurbildung, im Zentrum technischer Bildung, tätig sind und damit die neue Generation heranbilden, sich in ihrem Wirken an den Prinzipien ethischer Legitimierbarkeit sowie gesellschaftlicher Kontrollierbarkeit auszurichten. Und, das ist das Besondere am Leonardischen Eid, sich dabei an der Nachhaltigkeit, ich setze hinzu, in all ihren Dimensionen, wie sie die Agenda 2030 beispielhaft ausweist, auszurichten. Es geht um das Erkennen der Zusammenhänge und darum, Verantwortung zu übernehmen für unser Handeln, einem nachhaltigen Handeln. Wie ein roter Faden muss dies Denken und Handeln alle Ebenen technischer Bildung und beruflicher Wirklichkeit durchdringen. Unsere Ingenieurpädagogische Wissenschaftsgesellschaft widmete dem Thema bereits einen ganzen Kongress 2022. Aber vergessen wir auch nicht das Jahr, lieber Herr Leimann, in dem Ralf Dreher den Leonardischen Eid aus der Taufe hob. 2014. Die 2005 mit großem Elan gestartete UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung sollte 2014 abschließen. Auf Hochtouren liefen die Vorbereitungen zur Agenda 2030, der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Vereinten Nationen. Die Zeit war also reif, den umfassenden Ansatz der Nachhaltigkeit in der technischen Bildung und damit in einen Bereich zu verankern, der darauf vorbereitet, mit technischen Lösungen die Welt zu gestalten. Und das in einem Umfang, der heute die Augen öffnet. Blicken wir aber weiter zurück. Wachstum, das war der Leitgedanke des weltweiten Wirtschaftens geworden, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Geo- und Umweltwissenschaft spricht man heute von der großen Beschleunigung seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Was aber nur wenige damals frühzeitig erkannten, die Reserve Natur, die ist endlich. Es gibt keine zweite Welt. So wies Ernst Friedrich Schumacher, ein Vordenker des Nachhaltigkeitsgedankens, bereits 1973 darauf hin, dass das von der Natur eingebrachte, in Anführungsstrichen Kapital,
der Bilanz von Unternehmen nicht auftauche. Oder die Biologin Magda Staudinger, verheiratet mit dem Begründer der makromolekularen Chemie Hermann Staudinger, setzte sich dafür ein, dass bereits 1970, das ist erstaunlich, 1970, das Programm Man and Biosphere im Rahmen der UNESCO ins Leben gerufen werden konnte. Weltweit sollten mit ihm Modellregionen geschaffen werden, in denen ein Zusammenspiel von Mensch, Natur und Wirtschaft modellhaft erprobt und wissenschaftlich begleitet wird. Aktuell sind es bereits 738 Biosphärenreservate, die auch weltumfassend kooperieren. Der umfassende Eingriff des Menschen in die natürliche Umwelt ging jedoch weiter. Aus der Umwelt- und Klimaforschung, aus dem Gutachten des Club of Rome 1972 zum Ressourcenverbrauch, in den Protesten des globalen Südens, der indigenen Gruppen sowie der Kleinbauern, der Bewegung der Genossenschaften und nicht zuletzt dem Aufzeigen der planetarischen Grenzen der Forschungsgruppe um Johann Rockström folgte, dass auch die UN sich dieser weltumfassenden Situation annahm. Nach einem ersten Ansatz in den Millennium Development Goals 2000 folgte schließlich im Jahr 2015 die Agenda 2030. Es geht darum, dass wir erkennen, in welchem Maße unser menschliches Handeln den maßgeblichen Faktor des planetaren Wandels bildet. Es geht eben nicht nur um den Klimawandel, sondern um die durch den Menschen geschaffene Umgestaltung der gesamten Erdoberfläche. Paul Crutzen schlug für das Zeitalter dieses umfassenden Eingriffs des Menschen den Begriff Anthropozän vor. Und wie nun diesen umfassenden Ansatz in die heutige und vor allem die nächste Generation tragen? In all diesen Veränderungsprozessen sind Ingenieure und Ingenieurinnen tätig. Ist technisches Wissen und Können tragender Faktor? Und hier setzt der Leonardische Eid an. Erlauben Sie mir zum Schluss eine Bemerkung zur aktuellen Situation. In diesen globalen Zusammenhängen sind Kriege schlichtweg ein Atavismus. Mein nächster Gesprächspartner ist Herr Diplom-Ingenieur Wilfried Grunau. Herr Grunau, Sie sind Präsident des ZBI, dem Zentralverband der Ingenieurvereine, der mit über 40.000 Mitgliedern zu den größten Ingenieurvereinen in Deutschland zählt. Darüber hinaus sind Sie Leiter des Präsidialbüros und Pressesprecher der Hochschule Emden-Leer. Folglich haben Sie die Möglichkeit, den Leonardischen Eid aus der Perspektive der Wissenschaft und der Wirtschaft zu betrachten. Daher wäre ich Ihnen für ein kurzes Statement dankbar. Technik ist unter anderem auch ein Ergebnis gesellschaftlichen Wollens und Schaffens mit zahlreichen Beteiligten, darunter natürlich auch den Ingenieurinnen und Ingenieuren. Ingenieure sind zwar nicht allein verantwortlich für die Technik, besitzen aber doch einen zentralen und unverzichtbaren Einfluss. Technik diente dem Menschen stets auch als Mittel zur gestaltenden Veränderung seiner Umgebung, zur Nutzung natürlicher Ressourcen und ebenso zur Verwirklichung kultureller Handlungen. Und hieran wird übrigens auch deutlich, dass Technik untrennbar verbunden ist mit der menschlichen Kultur. Ihre kulturelle Funktion ist die Möglichkeit und Gestaltung der Umwelt des Menschen nach seinen Bedürfnissen und Interessen. Ihre soziale Funktion ist die dadurch hervorgerufene Auswirkung auf bzw. Veränderungen von gesellschaftlichen Verhältnissen. Und damit wird auch deutlich, dass Technik als soziales System von normativen Grundlagen in der jeweiligen Gesellschaft abhängig ist. Technische Entwicklungen als Segen oder Fluch einzuschätzen, ist stets auch
Ausdruck dominanter gesellschaftlicher Werteinschätzungen. Sicher ist, der Weg der technischen Evolution ist irreversibel und kann nicht zurückführen zur reinen Natur im Sinne von Rousseau. Und dennoch oder gerade deshalb gibt es Menschen, die Technik nicht verantwortungsvoll einsetzen. Dies kann im schlimmsten Falle mit der Zerstörung unserer Umwelt, mit der Vernichtung unserer Kulturgüter enden. Und hier kommt nun der Begriff Verantwortung ins Spiel. Die moderne Verwendung dieses Begriffs in der Moralphilosophie ist erst ca. 100 Jahre alt. Und dennoch hat der Ausdruck inzwischen eine Bedeutung erlangt, die der des zentralen Begriffs der Ethik, der Pflicht, nahe kommt. In Anlehnung an Kant bezeichnet Pflicht dasjenige, was jemand aus unbedingten moralischen Gründen tun soll. Also der sogenannte kategorische Imperativ, der besagt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Von daher, ja, der Ingenieurberuf bedarf der Orientierung in ethischen Kategorien, die der Berufsträger natürlich selbstverantwortlich entwickeln und auch anwenden muss. Und dazu ist die angestoßene Diskussion über die Einführung eines leonardischen Eides sinnvoll und notwendig. Mein nächster Gesprächspartner ist Herr Eckhard Gerla. Herr Gerla, Sie sind Geschäftsführer der Deutschen ICT- und Medienakademie. Der Erfolg Ihrer Medienakademie begann auf einer Konferenz zum Thema Internet Ende der 90er Jahre, als Sie mit dem damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement, angelehnt an eine Balustrade zusammenstanden. Er fragte Sie seinerzeit, ob es Gott gegeben sei, dass hiesige Führungskräfte und Unternehmen häufig hinten dran seien, verglichen mit der Weltspitze. Und ihnen entfuhr dann der Satz, Diagnose okay, aber Therapie unbekannt. Aus diesem nicht gerade tiefsinnigen Wortwechsel entstand dann die Medienakademie mit Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen als Projekt der Bertelsmann Stiftung. Ministerpräsident Wolfgang Clement eröffnete ihre Medienakademie offiziell am 25. Januar 2000 als gemeinnützige Akademie. Ihre Medienakademie richtet sich an Führungskräfte als zentrale Zielgruppe. Hierzu gehören auch Ingenieurinnen und Ingenieure. Herr Gerla, wie sehen Sie den leonardischen Eid aus der Sicht Ihrer Medienakademie? Zu Ihrer Frage, Herr Leimann, wie wir den Ansatz des leonardischen Eids aus Sicht der Deutschen ICT- und Medienakademie sehen, darf ich zunächst bestätigen, dass unter den Führungskräften, die wir fast jede Woche zu kleinen Gesprächsrunden über komplexe und sehr dynamische Themen rund um das Internet zusammenholen, sehr viele Ingenieure sind. Zusammen zum Beispiel mit Informationswissenschaftlern und Physikern sind es häufig diejenigen, die neue Technologien, neue Ansätze bei bestehenden Technologien und auch Modifikationen ersinnen, ausprobieren und in den Markt bringen. Aus meiner Sicht geht es dabei um drei große Wissensblöcke. Reines Fachwissen, ob was geht und wenn ja, wie. In heutigen Zeiten sprechen wir dabei meist von multidisziplinären Ansätzen. Erfolgreiche Innovationen kommen heute nur noch selten aus einer engen Ecke. Der zweite Block ist die Abwägung von Pros und Cons. Das ist ein schwieriges Unterfangen für die meisten Projekte, weil man doch, wenn man denn schon eine gute Idee gehabt hat, diese verteidigen will, andere Experten überzeugen und das Ganze schließlich im Markt zum Erfolg führen. Aber die ausgewogene Abwägung ist insoweit essentiell, weil erst dadurch die Wahrscheinlichkeit von Rückschlägen oder das Risiko von Sackgassen, in die viel Investment fließt, stark reduziert wird. Dollarzeichen in den Augen mögen manchmal Innovationen vorangebracht haben. Unter den erfolgreichen Innovationen aber ist der Anteil jener, die zuvor auf Herz und Nieren geprüft wurden, zum Beispiel anhand eines Business Cases, der Investoren vorgelegt wird, deutlich größer. Als dritter Wissensblock fällt mir schließlich ein ganz schwieriger Fall, sozusagen der Schwierigkeitsgrad 3 neben Fachwissen und der Abwägung von Pro und Con. Es geht um die dazugehörige Verantwortung, die übernommen werden muss, wenn solche Technologie-Dinge vorangebracht werden wollen. Beispiele rund um Internet und Digitales, bei denen das ganz, ganz offenkundig ist, sind Social Media, denken Sie an Hass und Hetze im Netz oder ein anderes Beispiel KI
um vielleicht nur einmal den aktuellen Hype um ChatGPT anzusprechen, oder auch das relativ neue Thema Metaverse, bei dem die einen überzeugt sind, dass es einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruch mit sich bringt und die anderen eher skeptisch sind. Die sehen das vielleicht als ganz nette Fortentwicklung von Virtual Reality, aber eben nur als nice to have. Zum Beispiel bei der Gamification im E-Learning oder dem sogenannten Serious Gaming generell. Mein nächster Gesprächspartner ist Herr Axel Voss. Herr Voss, Sie sind seit 2014 Mitglied des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments sowie rechtspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. Einer Ihrer Schwerpunkte ist der Bereich des Datenschutzes. Für Ihre Fraktion der Europäischen Volkspartei, aus Deutschland ist es die CDU-CSU, waren Sie Berichterstatter zur sogenannten Fluggastdatenspeicherung, kurz PNR, und für die Überarbeitung der EU-Datenschutzverordnung. Überdies waren Sie Berichterstatter des Europäischen Parlaments für die Reform des EU-Urheberrechts. Dies sind Aspekte, die den Leonardischen Eid berühren. Herr Voss, wie sehen Sie folglich den Leonardischen Eid aus der Sicht der europäischen Politik? Der Leonardische Eid aus Sicht der europäischen Politik ist etwas Wertvolles, wenn man sich im Grunde ja diese Fragen stellen muss, warum machen wir etwas und wo ist das Problem? Das ist natürlich in der Politik selber permanent der Fall, weil wir permanenten Herausforderungen auch gegenüberstehen. Und deshalb ist aber die Fragen, die dahinter stehen, was sollte ich schaffen, gilt natürlich für die Politik eigentlich noch mal umso mehr. Wobei politisch gesehen natürlich wir sehr auch oder ein zum Teil jedenfalls der auch getrieben sind von Problemen, die eigentlich auftauchen und wir nicht die freie Wahl immer haben, ob wir das so machen können oder müssen, sondern es gibt manche Dinge, die wir einfach machen müssen, um einfach auch gut in die Zukunft weitergehen zu können, insbesondere in der Digitalpolitik. Und das macht sich eben auch deutlich, wenn man jetzt gerade mal solche neuen digitalen Tools wie ChatGPT auch sieht, dass man hier nicht von vornherein schon eine Antwort hat, sondern getrieben ist durch diese Entwicklung und man dann eben auch entsprechende Regelungen schaffen sollte, um nicht gewünschte Ergebnisse dann zu haben. Also von daher ist das ist der Leonardische Eid eigentlich aus Sicht einer europäischen Politik oder auch aus Sicht einer der Politik insgesamt eigentlich der richtige und schönere Ansatz, den wir leider nicht immer auch befolgen können, aber trotzdem von der Wertigkeit und von dem Einstieg her eigentlich richtig und vernünftig ist. Mein nächster Gesprächspartner ist Herr Klaus Windruck. Herr Windruck, Sie haben an der Universität Osnabrück Biologie studiert und schlossen Ihr Studium im Jahr 1988 mit dem Diplom-Schwerpunkt Ökologie ab. Von Oktober 2013 bis September 2021 gehörten Sie dem Deutschen Bundestag für die SPD an. In dieser Zeit waren Sie unter anderem Verhandler und Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für das Klimaschutzgesetz im Jahr 2019 und dessen Novelle im Jahr 2021. Von Ihnen stammt das Zitat: Klimaschutz ist nicht alles, aber ohne Klimaschutz ist alles nichts. Nach dem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag sind Sie wieder freiberuflich tätig, unter anderem beim US-Klimaschutz Think Tank E3G, der das Ziel hat, die Welt vor den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu bewahren, den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu beschleunigen und nachhaltig zu gestalten. Seit 2022 sind Sie Vorsitzender im Vorstand des Vereins Energiedialog 2050, der sich als Plattform für einen zukunftsorientierten energiepolitischen Diskurs zwischen Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Energiewirtschaft versteht.
Zudem sind Sie seit 2022 Mitglied des Beirats im Verein Klimaschutz im Bundestag, der die Ziele der zügigen Reduktion des Einsatzes fossiler Energieträger und der daraus resultierenden Treibhausgase, der Erhaltung und Wiederherstellung natürlicher Senken, wie zum Beispiel Wälder oder Moore, des wirksam zusätzlichen und dauerhaften Entzugs von Treibhausgasen, insbesondere CO2, aus der Atmosphäre und der Aufbau entsprechender ökonomischer Instrumente hat. Herr Mindrup, wie sehen Sie den Leonardischen Eid aus der Sicht eines Klimaschutzvertreters und aus der Sicht der Politik? Der Ansatz des Leonardischen Eides ist aus meiner Sicht sehr spannend. Wir haben ja im Augenblick wirklich große Herausforderungen, vor denen wir stehen, sowohl national als auch europäisch als auch global. Es ist ja schon in der Frage, die Frage des Klimaschutzes angesprochen worden, der Klimakrise. Und wir werden diese Herausforderungen wie die Klimakrise, aber auch die Krise des Verlustes von vielen Arten, aber auch die Frage des Schadstoffeintrages in unsere Umwelt nicht ohne Technik lösen können. Wir brauchen aber einen anderen Ansatz. Der Einsatz von Technik muss umweltverträglich, sozialverträglich und in dem Sinne wirklich nachhaltig geschehen. Und es gibt den schönen Begriff Enkeltauglichkeit, der Nachhaltigkeit übersetzt. Also im Grunde müssen wir auch an zukünftige Generationen denken. Und der Leonardische Eid setzt genau an dieser Stelle an. Also auf der einen Seite die ethische Frage, die ethische Legitimierbarkeit, Nachhaltigkeit ja immer als Dreieck zu sehen zwischen also die ökonomische Nachhaltigkeit, die soziale und die ökologische und die gesellschaftliche Kontrollierbarkeit. Also das heißt, sich der Verantwortung zu stellen und interdisziplinär zu denken. Und ich glaube, dass nur über ethisches und interdisziplinäres Denken, Forschen und Handeln am Ende wir es schaffen, diese Welt zukünftigen Generationen auch so zu überlassen, dass sie nachhaltig bewohnbar ist. Und Ingenieurinnen und Ingenieure haben dabei eine ganz wichtige Aufgabe. Deswegen gefällt mir dieser Ansatz.